Ja, ich bin für euch mal wieder in die Zukunft gereist und habe hier ein Toyota Mirai mitgebracht. War ja schon angekündigt, Brennstoffzellenfahrzeug. Das schauen wir uns mal ein bisschen an. Ja, sehr, sehr futuristisches Aussehen hier von diesem Fahrzeug. Es ist auch eher so ein Prototypfahrzeug als eher ein, sagen wir mal, praxistaugliches Fahrzeug. Das sehen wir nachher, wenn wir es im Innenraum angucken. Aber auf jeden Fall obercool, oder? Viele sagen, das ist so ein typisches Japan-Design. In Asien ist das wohl hier total der Renner, wenn die Autos so aussehen. Ich sag immer, das ist vor der SUV-Ära gewesen. Heute muss man ja immer so SUVs, so Minivans bauen. Das hier, diese Limousinen, Schrägheck, sportlichen Teile, die waren davor in. Brennstoffzelle, was heißt das? Die Brennstoffzelle ist gerade an und wenn man genau hört, hört man auch so ein leichtes Säuseln. Genau, die Brennstoffzelle ist nämlich irgendwo hier. Unter Fahrer, Beifahrer, da ist die Brennstoffzelle, der Brennstoffzellen-Stack, wie man das immer nennt. Hier hinten ist einer von den Hochdrucktanks für den Wasserstoff. Der zweite ist hier im Kofferraumbereich und da ist auch die Pufferbatterie, die er trotzdem noch hat, auch drin. Und hier vorne im Kofferraum können wir gleich mal reingucken, Leistungselektronik und hier vorne der Elektroantrieb dann selber. Ja, und damit ist auch schon erklärt, wie das Ganze funktioniert. Wasserstoff in Brennstoffzelle, Stromerzeugung in die Batterie und gleichzeitig in den Elektromotor und damit der Antrieb. Bevor wir hier Fahreigenschaften angucken, gucken wir aber mal rein. Natürlich Keyless. Und ich sage mal ultrafuturistisch. Erinnert mich sehr an so einen Ampera. Aus der Generation kommt das Fahrzeug ja auch. Ist auch jetzt hier diese Generation noch schon ein paar Jahre alt. 2, 3 Jahre gibt es dieses Fahrzeug ja schon in dieser Variante. Displays gucken wir uns nachher an. Ansonsten hier nichts Aufregendes. Sagen wir mal so, ist von der bestehenden Serie ja irgendwie genommen worden und dann gebaut worden. Standardablagemöglichkeiten. Hier ist jetzt nicht so toll, was da rein dazu gebaut worden. Vielleicht an dem Display hier so. Die Technik steckt ja eigentlich versteckt. Wie gesagt, der Brennstoffzellen steckt irgendwo hier verbaut. Man sieht es nicht ganz so gut. Wenn man es weiß, erahnt man es hier drunter unter diesen Sitzen. Da ist die Andeutung eindeutig hier. Ab hier, da ist der Stack verbaut. Und dann unter dem Beifahrersitz genauso. Bevor ich es hier vergesse, das Auto hat eine Feststellbremse, weil sie wohl gesagt haben, du sollst es bei, vor allem beim Tankvorgang da nochmal richtig, nochmal mit einer Handbremse arretieren. Da reicht also nicht so eine elektronische Parkbremse. Das ist jetzt auch hier sehr gewöhnungsbedürftig. Und es hat einen H2O-Ablassknopf, wo ich wirklich Wasser ausstoßen kann, falls noch Wasser im System ist, weil der eigentliche Ausstoß von Abgasen ist nämlich reiner Wasserdampf bzw. reines Wasser. Wo kommt das raus, zeige ich euch gleich. Es hat nämlich hinten tatsächlich einen Auspuff. Naja, Auspuff kann man das nicht nennen. Ups, es ist ein Loch irgendwo hier hinten. Da kommt es raus. Das ist kein richtiger Auspuff in dem Sinne. Hier hinten ist eigentlich nichts von Auspuff zu sehen. Aber wir waren beim Innenraum. Gucken wir mal hinten rein. Und daran seht ihr dann schon, ja, ich sagte ich doch vorhin, Ampera, alter Ampera, nicht Ampera E, alter Ampera. Da war das nämlich auch so aufgebaut, dass man hier gemeint hat, man braucht nur 2 Sportsitze hier hinten. Das ist ein reiner Viersitzer und hat hier nochmal direkt nicht hochklappbar hier keinen dritten Sitz, sondern eine schöne Ablage. Ja, Ablagen hat es Unmengen, auch sehr viel, sehr tief. Hier hinten auch für die hinteren Passagiere die Sitzheizung direkt einzustellen und hier auch noch sogar, naja, 12 Volt hat man, USB hatte man auch noch nicht so richtig, hier ist zwar irgendwie was vorgesehen, ist aber nicht eingebaut, bisschen Klimaanlage. Soweit hier hinten, ja, Heck geht ja schon ziemlich schräg hier runter, ist die Frage, wie viel Kopffreiheit man da hinten hat, das war jetzt auch nicht so gedacht, seht ihr das hier von außen nochmal. Ich würde sagen, ziemlich sportlich, ziemlich japanisch. Cooler Ausblick nach vorne allerdings auf diese tollen Displays da. Die muss ich euch nachher mal zeigen.
Ähnlich wie im Model 3 gibt es nämlich kein Fahrerdisplay, sondern ein zentrales Display mit allen Anzeigen. Bevor wir dazu kommen, aber nochmal die Beifahrerseite hier angeguckt und ein paar Ablagen. Alle Sitze natürlich elektronisch verstellbar. Und hier, was haben wir hier? Ja, das erraten können, Cup Holder. Hier ist der 12 Volt irgendwie nicht verbaut, keine Ahnung warum nicht. Und hier nochmal auch ein ultratiefes, nein, ein Ablagefach für Handys, Smartphones mit induktiver Ladefunktion. Und hier ist dann auch der USB, glaube ich, versteckt, genau. Und sogar noch ein AUX. Das ist die Generation, wo man noch viel mit AUX auch gemacht hat und weniger mit USB. Und da kann man dann die Ladefunktion starten. Ja, das hier ist auch verstellbar. So ein bisschen, okay. Jo, das ist jetzt hier Touch, sehr futuristisch. Also es erinnert mich wirklich total an den ersten Ampera von Opel, von GM. Schauen wir aber gleich nochmal drauf. Und hier unten Handschuhfach. Übrigens deutsche Bedienungsanleitung. Hat mich echt gewundert, weil das Auto ist ja gar nicht so oft hier in Deutschland verkauft worden. Ist also trotzdem lokalisiert. Auch das komplette Anzeigendisplay kann man auf Deutsch schalten. Und auf hunderte von Sprachen, glaube ich. Jo, Kofferraum. Da tritt natürlich das erste Problem auf. Deshalb sage ich, das ist hier nicht ganz so praxistauglich. Man sieht, Kofferraum ist ziemlich schnell zu Ende. Ich habe mal meine Sachen jetzt drin gelassen, tue ich aber gleich euch mal raus. Ja, da ist nicht viel Platz hier, würde ich sagen. Da ist gleich Ende, weil da nämlich direkt die Batterie und der eine Tank sind. So, jetzt nochmal deutlicher hier. Bisschen zerklüftet hier mit diesen Bauformen. Okay, soweit ich verstanden habe, ist hier ein Tank drunter. Und da ist irgendwo noch die Batterie verbaut. Und dann kommt direkt die Rücksitzlehne, ist auch in keiner Weise irgendwie umklappbar oder sowas. Das muss so bleiben. Hier vorne ist übrigens ein Sicherheitsmechanismus. 12 Volt Starterbatterie vermutlich hier noch verbaut. Das Einzige, was man hier so ein bisschen sieht da hinten, hier drunter, Reparaturset. Wagenheber. Kann leider hier das Teil da, das habe ich jetzt mal dahin geklemmt, das kann man auch hier festmachen. Ja. Also mehr ist hier nicht. Lustiges Detail hier zum Aufhängen von irgendwelchen Einkaufstaschen rechts und links oder von irgendeinem Netz. Ja, Kofferraum wenig, vier Sitze. Ich weiß nicht, ob es mehr als ein guter Prototyp ist, ob das einen Praxistest hier standhalten würde. Soll ich mal versuchen, meinen Koffertest zu machen? Das mache ich dann nochmal. Ansonsten hier würde ich sagen, Model 3 mäßige Heckklappe. Große Diskussion immer um diese Heckklappen, warum nicht komplett Schrägheck. Auch hier ist das nicht so, sondern nur der hintere Teil. Ja, ne? War damals nicht in, weiß nicht, heute würde man sagen, sowas geht gar nicht. Aber schauen wir mal vorne rein. Gibt es einen Motor? Gibt es einen Frunk? Ja, wir sehen Leistungselektronik, würde ich sagen. Leistungselektronik, obwohl Fuel Cell draufsteht. Ansonsten hier sehr klassisch alles aufgebaut. Der eigentliche Motor ist irgendwo hier unten zu finden. Frontantrieb. Ja. Und hier auf keinen Fall was dran machen. Also leider, hier vorne ist zwar Luft, aber kein Frunk verbaut. Sowas war damals überhaupt nicht das Thema. Und der komplette Kofferraum, nein, der komplette Motorraum ist angefüllt mit Leistungselektronik und Kabeln ohne Ende. Ja, jetzt können wir uns mal die Displays noch angucken, oder? Ja, es gibt doch überall noch irgendwelche Gassensoren, die tatsächlich dann davor warnen, beziehungsweise das Auto in so einen Sicherheitsmodus versetzen, falls doch mal irgendwie Gas ausströmen sollte. Alu-Kunststofftest kann ich gerade nicht so richtig machen. Hier vorne habe ich getestet. Das hier ist irgendwie kein Kunststoff, wahrscheinlich Alu. Hier vorne ist Kunststoff, aber hier ist normales Stahlblech eigentlich dann wieder verbaut. Auch hinten, soweit ich weiß. Also es ist auch noch nicht irgendwie neuere Technologien hier in der Karosserie eingesetzt. Es ist eher das, was Toyota so generell einsetzt bei seinen Autos wohl. Habe jetzt auch nichts Besonderes gefunden, dass man da Wert drauf gelegt hat. So, Bremse treten
und mal einschalten. Es fährt mir sogar den Sitz so vor wieder. Also Easy Entry Funktion. Klimaanlage mal aus. Hauptbildschirm bootet. Das ganze System hat drei Bildschirme. Hier vorne nämlich dieser Fahrerinformationsbildschirm. Seht hier, vor dem Lenkrad gibt es nichts. Wie Model 3. Dann hier dieser zentrale Bildschirm mit verschiedenen Mediageschichten und was weiß ich, was wir hier noch so haben. Vor allem auch das Navi und sowas natürlich. Ich muss hier alles bestätigen. So. Und dann hier unten noch einen speziellen Bildschirm für die Klimaanlage mit entsprechenden Touch-Bedienung. Und das hier ist eigentlich das Farbhebel, der Fahrhebel, Fahrwahlhebel. Rückwärtsgang, neutral, D für Drive und ein Brake-Funktion hat es auch, so eine Rekuperierfunktion. Und eine Parken-Funktion und wie gesagt unten noch eine Feststellbremse. Oh. Ja, es hat hier auch ziemlich schnell hier so Ökomodus-Geschichten noch drauf. Ich glaube, der Rest erklärt sich selbst hier. Heizungsfunktionen sind hier unten vor allem noch. Es hat im Grunde, das Auto hat im Grunde alles eingebaut, habe ich so das Gefühl. Die Spezialfunktionen sind eher jetzt da vorne versteckt eigentlich. Auf die möchte ich auch mal kurz noch eingehen. Hier ist auch nicht so viel zu sehen, da können wir kurz schnell drüber springen. Normales Navi, ja gut, ist jetzt auch nicht unbedingt super modern, würde ich sagen. Die Steuerung hier, ich weiß nicht, ob er schon, ja, er kann schon ein bisschen scrollen, glaube ich. Aber hat viel auch noch mit so Funktionalitäten, die hier so mit Touch-Geschichten an der Stelle so. Ja, und dann das Ganze nochmal Mediasteuerung hier für Radio und iPhone-Integration gibt es natürlich schon, aber noch kein Android Auto oder CarPlay oder sowas. Das hat er noch nicht. Gehen wir mal drüber hinweg. Hat noch ein paar andere Spezialfunktionen. Die sind jetzt aber hier gar nicht so relevant. Das Lenkrad selber ist auch ein bisschen überfrachtet mit Funktionalitäten. Hier die Steuerung auch von dem Media nochmal. Hier aber gleich Trip-Anzeigen. Und das ist nochmal auch von der Fernbedienung von dem Handy dann. Und hier drüben die Steuerung jetzt von dem tollen Display da oben immer. Und hier auch direkt der Lane Assist und der ACC. Ja, und das hier ist eigentlich die Steuerung, die ich brauche, um hier oben dieses super Display hier zu steuern. Also wenn ich hier so runterdrücke, dann kann ich hier so durchscrollen durch verschiedenste Menüs. Ihr seht es mal jetzt hier ganz grob, was es alles gibt. Und die kann ich teilweise auch noch hier unten dann hin und her steuern. Ja, jetzt nicht. Kraftstoffverbrauch doch da unten auf monatlich oder minütlich 5 Minuten. Ja, das Auto ist im Februar gut gefahren worden, ne? Was ihr ständig hört, ist irgendwie die Brennstoffzelle unter mir. Okay. Nee, wir wollen jetzt hier, muss ich gleich mal wieder einstellen, auf minütlich mal stellen, so, weil wir wollen ja nachher auch ein bisschen fahren. Okay, ja, das ist hier der Bordcomputer. Im Moment habe ich natürlich keinen Verbrauch, weil ich hier gerade gestartet habe. Ich habe aber hier so eine Art Protokoll. Und hier seht ihr auch mal, jetzt ist es monatlich gesehen, die Verbrauchswerte so, damit man mal einen Anhaltspunkt hat, was denn das Auto so verbraucht eigentlich. Hier sind irgendwie 1,4 Kilogramm auf 100 Kilometer. Das mit den 10 da im Februar ist, glaube ich, nichts. Dann im Januar sind sie mal ein bisschen schneller gefahren mit 2,1. Okay. Ja, also so 1,4, 1,5 ist wohl vielleicht so ein Durchschnittswert. Das können wir uns mal merken für nachher. Ich kann aber hier auf täglich auch umschalten. Da seht ihr so ein bisschen die Varianz. Monatlich, täglich, mehr kann ich da nicht. Ja. Aber ich habe noch keinerlei Vergleich, was da irgendwelche Verbrauchswerte vielleicht da sind irgendwie. Gut. Ansonsten kann ich hier Leistungsmesser jetzt irgendwie einschalten oder so einen Energiemonitor, wo ich den Energiefluss nachher sehe zwischen der Pufferbatterie, dem eigentlichen Brennstoffzellen-Stack und also dem Wasserstoff und dem Wasser da oben, also H2O, H2, ihr seht es immer, und dazwischen die Brennstoffzelle in irgendeiner Form. Ja, schön grafisch hier gemacht. Im Fahrbetrieb sieht das natürlich noch cooler aus, das Ganze. Hier vorne, links, großes Display mit der Geschwindigkeit und unten habe ich da meine Gesamtleistung. Hier seht schon, das Auto ist 12.000 Kilometer schon gefahren
Und ich habe im Moment irgendwie da oben, seht ihr es, das ist nämlich der eigentliche Wasserstofftank da. Der hat noch so zwei Drittel, glaube ich, drin und er zeigt 200 Kilometer Reichweite. Ein Drittel mehr ginge also noch, 300, 350. Das Auto soll ja eigentlich um die 400 Kilometer können. Ich kann jetzt hier umschalten, noch die Trips. Ja, aber viel mehr dann auch nicht hier so oder ganz aus. Okay, ja. Und dann gibt's, ach hier, ich kann hier zwischen auch noch diese rechte Anzeige, die kann ich noch variieren. Moment, muss mal gerade da hin, halt, nein, hier, so. Und dann kann ich hier dann sagen, okay, ich will mal hier anzeigen, meine Pufferbatterie, wie voll die ist. Die ist jetzt gerade halb voll. Die hat aber auch nur so 1,5, 1,6 Kilowattstunden. Dann hier so ein wie ich hier gerade Power Öko, wie ich da fahre. Und das ist hier, glaube ich, auch die Leistung. Und das ist hier der Momentanverbrauch. Den fand ich jetzt eigentlich ganz interessant. Und dann lasse ich es auch mal wieder drauf stehen. Ja, ihr seht schon, hier drüben kann man jetzt 1000 Sachen noch ein- und ausschalten. Und auch hier von dem Navi und die Musiksteuerung. Und hier ist das, ja, es hat auch so eine Art, sagen wir mal, Lane Assist und auf jeden Fall ein ACC. Habe ich schon probiert mit dem Lane Assist. Weiß ich nicht, wie weit er jetzt selber lenkt oder nur ruckelt oder irgendwas. Das muss ich nochmal gucken. Das ist aber jetzt hier auch nicht relevant, weil hier geht es ja wirklich um Wasserstoff. Ja, Einstellungen. Und das Display ist immer noch nicht zu Ende. Hier hinten sieht man dann, in was für einem Gang man gerade ist. Ich muss mal hier euch das schalten. Ja, jetzt bin ich in N. Also hier kann ich jetzt hier entsprechend rüber drücken und dann hier auf D zum Beispiel. Seht ihr dann da oben, oder zum Beispiel auf R, und dann schaltet er mir ja die Rückfahrkamera an. Dummerweise, wenn ich hier lenke, bewegen sich die Linien nicht, das mag ich ja gar nicht. Und dieser nervige Piepston, der bleibt an. Und wenn ich hier auf Parken gehe, ist er auf Parken, genau. Ja, und dann daneben hört es irgendwie auf. Da habe ich noch die Uhr und dann sollten da tausende von Warnleuchten sich dahinter noch verstecken. Sonst wüsste ich nicht, ob unter der Uhr noch was kommen kann. Ich glaube nicht. Ja, aber insgesamt hier sehr futuristisch, muss man sich erst dran gewöhnen. Das ist auch das erste Auto, wo ich beim Fahrbetrieb dann keine zweite Kamera brauche, weil ja alles im Blick ist, weil sich ja hier nichts befindet. Also dieses bohrende Geräusch kommt unten irgendwie von den Ventilatoren des Brennstoffzellen-Stacks, der sich hier irgendwie unter diesen Sitzen befindet. Ja. Die Klimaanlage noch sehen, also die kann ich hier auch mit Touch bedienen, wenn sie denn mal an wäre, Auto. So, und dann kann ich hier mit Touch irgendwie hier so ein bisschen die Temperatur einstellen. Ah, gut, 20 Grad, hallo, so. Und ja, genauso auch hier. Wie er da, das ist auch schön gemacht, die Animation. Weiß nicht, hier drauf kann ich jetzt nicht tippen. Aber okay. Ah, viel zu laut. Schnell wieder aus. Hey, ich habe euch gar nicht die Tankklappe gezeigt. Die ist nämlich hier. Kriege ich aber so nicht auf, muss ich erst drinnen entriegeln. Nämlich hier. Und jetzt sieht ganz normal aus. Ist nur alles Wasserstoff. Hier ist so ein Schutz noch drauf und dann kann man hier einstecken. Das Interessante ist übrigens auch, die Kommunikation mit der Tankstelle läuft dann hier hinten über Infrarot scheinbar. Warum? Haha, damit hier keine Funkenbildung ist und sowas. Okay, ansonsten tanken nochmal, probieren wir nochmal separat. Wasserstoff. Leider kein Schiebedach, aber Licht. Toyota Mirai. Brennstoffzellen, Wasserstoffauto. Ja, so viel mal hier vom Auto selber und würde ich sagen, wir fahren eine Runde.